Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu No Man's Sky hier bei Explorer LP. Ich hänge immer noch auf dem Startplaneten fest und mich plagen seit 2 Tagen jetzt, oder beziehungsweise eigentlich erst seit heute, Spielabstürze. Ich weiß nicht warum, woran es liegt. Die letzte Folge habt ihr gesehen, war jetzt nur 12 Minuten. Die werde ich dann, also es war Folge 10, die werde ich am selben Tag wie Folge 9 raushauen. Und ich habe es jetzt mal komplett deinstalliert, neu installiert. Ich hoffe, dass jetzt Ruhe ist, weil es ist ätzend. Ich hatte jetzt auch eine Zeit, wo ich neu installiert habe, gelesen, es wird ein Patch kommen, der aber eigentlich nur Grafikprobleme behebt. Und Rechner schonen soll, die mit wenig Kernen arbeiten. Davon bin ich aber nicht betroffen. Ja, schauen wir mal, ob es jetzt läuft. Ich hoffe. Weil jetzt haben wir unser Inventarproblem gelöst, sprich einen Händler gefunden. Wir können jetzt also echt uns feuchtfröhlich austoben. Und ja, Mitarbeiter da, klar, Entschuldigung. Hi, grüß dich. Und die nächste Basis, die wir jetzt mal hier da hinten in Angriff nehmen. Und ja, wir farmen ein bisschen und ich will die Punkte ablaufen und mal eine Höhle in Angriff nehmen. Das werde ich dann aber so machen, ich werde dann zwischen den Folgen die Höhle suchen mit dem Raumschiff, das Raumschiff davor parken, damit wir den Eingang auch wieder finden, den Ausgang beziehungsweise. Das war so ein kleiner Tipp vom Dark, der sehr nützlich ist, denke ich mal. Ja. Der Dark, der sich schon einigermaßen häufig in Höhlen verloren hat und immer nur ganz knapp wieder rausgekommen ist. Ja, der Dark übrigens dann auch die ganze Zeit jetzt hier schon AFK im Zentrum der Galaxie auf mich wartet. Ne? Ja, ich laufe die ganze Zeit nur im Kreis und farme Ressourcen, weil der Explorer braucht einfach immer zu lange für sowas. Ja, aber das mache ich hier echt gerne, weil es macht auf eine erschreckende Art und Weise Spaß. Also für die Leute da draußen, die jetzt dieses Video sehen, eher weniger. Ja, der farmt ja schon wieder oder läuft ja nur rum. Aber das ist Hauptbestandteil des Spiels und das wiederum, wie gesagt, das man kann es schwer erklären. Es kann sein, dass das nach einer Zeit anödet, kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber solange ich noch diesen Tatendrang habe, möchte ich ihn ausnutzen. So, jetzt haben wir hier Nickel. Alter Vater, was für ein Stein. Alter, Nickel? Was für ein, das ist ein Hochhaus, Nickel. Das ist ein Hochhaus, sag ich dir. Nickel muss wohl relativ selten und wertvoll sein. Weiß ich nicht. Kann ich das nicht sehen, wenn ich ins Inventar mit dem Mauszeiger... Wenn du eins abgebaut hast, kannst du mit dem Mauszeiger drüber gehen, ja. Nickel. 18 von 250, insgesamt 2475 Units. Je Nickel 137 Units. Boah, das ist ordentlich. Ja, aber den kriege ich hier niemals abgebaut, ohne dass da die Kollegen um die Ecke geschossen kommen und mir den Popo aufreißen. Bis jetzt habe ich ja noch keinen Streit mit denen angefangen. Also ist ganz einfach. Ich habe jetzt mal so ein bisschen ausgetestet, dass es so gibt, wenn du abbaust, das Vieh kommt angeflogen und scannt dich. Ja. Scannt dich mit so einem blauen Strahl. Du musst warten, bis er fertig ist und danach kannst du wieder abbauen. Der kommt wieder eventuell und scannt dich nochmal. Irgendwann fliegt er weg. Da ist er. Liegt einmal am Berg. Wir marschieren einfach mal ein paar Meter weiter. Vielleicht ist hier noch ein bisschen Tamium zum Upgraden. Oder... Oh, eine Pyramide. Die nächste Pyramide. Was war das? Liegen da Kisten? Oder war das jetzt Halluzination? Nein, das war eine... Doch. Nee, Eisen. So, ich denke mal, der ist jetzt wieder weg. Probieren wir nochmal unser Glück. Mit der Menge haben wir bis jetzt noch nie versucht abzubauen. Von daher, schauen wir mal, wo ist denn der jetzt? Alter, so einen riesen Stein, den kann man ja übersehen, Explorer. Drück mal C. Normalerweise, wenn er dann scannt, wird der Stein umrandet. Ah, da. Manchmal ganz hilfreich. Manchmal siehst du den Wald vor lauter Bäumen nicht. Jo.
Diese Riesensteine explodieren die zum Schluss auch und du kriegst dann so eine dicke Menge Steine nochmal? Nein. Die geben so schon extrem viel ab. Ist halt nur anstrengend, die abzubauen. Zumindest wenn du am Anfang zum Anfangsstrahl durch die Gegend rennst. Dann kann das schon mal nervig sein. Ob da irgendwie angeschüsselt kommt. Brauchen auf jeden Fall Plutonium. Plutonium bringt nur 10.000 Credits, nicht die Welt. Platin, jedes Mal 55 pro Platin. Zink, 100, nur 43. Technologie aufgeladen. Und die Werkzeug. Blitz und Technologie aufgeladen. Ist der Kollege? Einer zu sehen? Ich sehe nichts, ich höre nichts. Das ist wieder typisch Explorer, nichts sehen, nichts hören. Dann bam, tot. Wieso zeigt er mir denn da unten jetzt immer noch das Fragezeichen an? Ich hab doch da unten abgespeichert. Müssen wir nochmal runtergehen. Also nicht jetzt, aber dann bei Gelegenheit. Keiner zu sehen. Ich hab ja Mittagspause. Da kommt er. Tüm, 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 tüm. Ich guck mir nur die Gegend an. Da unten. Sehr schön, weiter geht's. Aber vernünftig abbauen ist da auch nicht, ne? Du hast ja überall diese Splitter in der Luft hängen, ne? Jo. Da kommt er wieder angeschüsselt hier. Tum, 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 tum. Aber mich wundert bei dem hier bei dem Nickel steht neutral. Heißt das nicht dann, die greifen dich nicht an, wenn du das abbaust? Nein, das ist einfach nur die neutrale Ressource. Es gibt ja auch Lila, ne? Das steht dann drauf selten. Siehst du, da ist er am Scannen. Oh, die sind schon zu zweit. Also ich könnte schwören, der Typ, der die zwei Bäume da abgebaut hat, der ist in die Richtung gelaufen. Ich glaube, die glauben mir nicht. Sie fliegen vorbei. Okay. Bergbaustrahl, Kohlenstrahl. Technologie aufgeladen. Da war ich nicht dran, da braucht er gar nicht scannen. Wie er da wartet.
fliegt da hoch. Und du? Ist er mit seinem Bäumchen beschäftigt. Und der andere wieder angeschisselt. Ist der andere jetzt hin? Ja, und diese großen, hast du gesagt, wäre es praktischer mit diesem Granatdingsgedöns hier zu farmen? Nein. Die großen brauchst du halt einfach nur einen besseren Beamstrahler für. Zum Farmen. Aber das der, wo dabei stand, dass der in so einem breiten Kegel vor dir abfarmt? Ich hätte mal sowas gelesen. Wenn du sowas hast, wäre das natürlich ideal. Ich meine, ich hab sowas noch nicht. Wir gucken gleich mal. So ist ja blöd. Weil mein Beamstrahl, der macht mittlerweile schon echt ordentlich was weg, aber er überhitzt halt momentan zu stark. Deswegen sammle ich gerade Ressourcen, um den um die Kühlungssysteme auszubauen. Damit ich das länger machen kann. Ja, aber die scheint gar nicht zu interessieren, dass ich dieses Nickel abbaue. Also dann scheint das mit dem Neutralen wirklich so zu sein, dass die halt nicht juckt. Tja, ich hab ein Problem. Also ich bin für die nächsten 2 Stunden AFK. Ich habe gerade 3 Riesensteine Kupfer gefunden und nochmal 3 Riesensteine Emerill. Ich bin jetzt also erstmal beschäftigt. Viel Spaß. Juckt die nicht die Bohne, dass ich abbaue. So, passt das. Dran. Sehr akribisch der Explorer. Aber Kohle. Ich sag nur Kohle. Der Rubel muss rollen. Ist hier unten jetzt noch was zum. Wahrscheinlich so, ne? Lebenserhaltungssystem, Energie, niedrig. War den noch? Können wir noch. Haben wir den noch anvisiert hier? Ja. Den noch? Ich weiß jetzt, welche pingelig, aber. Achso. Okay, Bergbaustrahl, Kohlenstoff. Technologie aufgeladen. Wir brauchen Kohlenstoff. Hier ist doch Tanja. Was steht denn jetzt bei dem Erz hier? Es steht nur
ich ja machen. Oha, seht ihr, da sind sie. Wir sind ein bisschen angepisst. Wir laufen weiter. Da ist noch ein Stein. Da sind die oben. Wir gehen uns den Stein oben erst holen. Was? Was ist das? Ach, hier haben wir schon. Ist der Stein? Da ist der Stein. Wissenstein, du hast das Kennwort für Angebot gelernt. Nachfrage und Angebot. Das ist Hieridium. Haben wir Hieridium in der Tasche, nur mal um zu gucken, was uns das bringen würde. Nickel ist voll. 34.000 Units. Iridium haben wir hier keins und im Raumschiff auch nicht. Dann laden wir mal eben auf und dann schauen wir mal. Technologie aufgeladen. Unser Multiwerkzeug aufladen. Technologie aufgeladen. Und wir brauchen noch mehr Kohlenstoff. So. Hier steht jetzt nichts dabei mit neutral oder sonst was. Katzen mal drauf. So. Mal warten, was passiert. Was bringt Hieridium? Exo-Anzug. Insgesamt 1000 bringt nur 30 Units. Okay, was war denn jetzt? Was hat der mit Dark gesagt? Multifunktionswerkzeug, Bergbaustrahl. Nee. Kann ich ihn jetzt aufladen? Erweitern? Müsste einen anderen bauen, ne? Ach, scheiße. Entschuldigung. Exo-Anzug, einen freien Platz und E. Nein. Jetpack, Gefahrenschutz. Wie war denn das? Ich muss doch aufs Multiwerkzeug. Dann klickst du auf einen freien Slot. Habe ich keinen. Kann ich nicht trotzdem sehen, welche Möglichkeiten ich habe zum... Nee, geht nicht. Ja, dann lassen wir es jetzt erstmal. Aber das brauchen wir auch nicht abbauen, bringt nichts. Wir düsen mal jetzt hier Richtung Bay. Na, Schnucki? Und schon wieder ein neues Vieh entdeckt. So. Mal sehen, was uns jetzt erwartet hier. Erstmal ein paar neue Worte. Du hast das Wikin-Wort für Mitgift gelernt. Ja, ich habe übrigens... Ach genau, das wollte ich noch erzählen. Ich habe irgendwem versprochen zu heiraten. Okay. Also, die haben mir da irgendwie einen Vorschlag gemacht und ich habe dann einfach Ja gedrückt und habe nicht drüber nachgedacht. Du hast das Wikin-Wort für Druck gelernt. Passt ja. Aber falls du davor hast, dich zu paaren, warn uns bitte vor, ne? Weil wir nicht wissen, was da im Endeffekt bei rauskommt. Ja, der Mensch 2.0 natürlich. Du hast das Wikin-Wort für schwer gelernt. Und... Oh je. Ich hoffe, wir kommen hier wieder mit einem glimpflichen Auge davon. Haben wir einen kleinen freien Platz? Hammer. Okay.
Okay, Kollege. Auf geht's. Erinnerung von Rumpo Echo. Der Körper eines Kriegers kommt aus dem Obelisken. Ein gezackter Schnitt in seiner Hüfte legt nahe, dass das gefährlich aussehende Multiwerkzeug in seiner Hand ihn nicht retten konnte. Die Oberfläche des Felsmonuments verschwimmt und zeigt Bilder von militärischer Verehrung. Er versucht mir etwas mitzuteilen. Das Multiwerkzeug nehmen und gehen, den Soldat und sein Multiwerkzeug begraben. Grab ihn. Ja, aber er lebt doch noch. Begrab ihn. Er lebt noch. Egal, begrab ihn. Das ist ein Zeichen von Respekt. Das wird bei Kriegern meistens als sehr, weil das ist auch nur ein Geist. Du begrabst ihn. Begräbst ihn. Oder er ist gerade gestorben. Begrab ihn. Begrab ihn! Okay. Grisse werden nur aus dem Multitool. Uralte Stimmen heulen ihre Zustimmung in einem Wind, der um mich herum tost. Eine Opfergabe erhebt sich aus den Monolithen. Ja? Und? Dein Ansehen bei den Wikinern hat sich verbessert. Gesundheit auf Maximum. Und? Du hast das Atlas-Wort für Schöpfung kennengelernt, ja? Wikin-Bildnis. Und das war's? Units, ja gut. Im Raumschiff haben wir ja schön Platz, ne? Ist ja 4 Slots, 5 Slots frei, sehr schön. Dann schicken wir das mal rüber, damit wir wenigstens einen Platz frei haben. Einmal Nickel können wir rüber schicken. Okay. So, und wo ist jetzt mein neues Multitool? Hier ist kein neues Multitool. War doch nur eine Idee, das Beispiel. Gut, haben wir auch abgeschlossen. Haben wir hier irgendwie irgendwas zum Abspeichern? Nee, ne? Müssen wir bei den Pyramiden ja gar nicht. Dann würde ich sagen, nächstes Fragezeichen. Oh Gott will. Ich will mal so ein Raumschiff finden, was man selber wieder flicken kann. Das täte mich reizen. Das täte, glaube ich, jeden von uns reizen. Das wäre einfach nur der Burner. Wo ist denn unser Raumschiff jetzt? Da hinten. Das heißt, da hinten ist auch die Station. Also, das heißt. In die Richtung. Wir brauchen wieder Kohlenstoff. Keine freien Plätze in Anzuginventar. Dein Inventar ist voll. Okay. Wir müssen ja sowieso ein bisschen aufladen hier. Kohlenstoff. Technologie aufgeladen. Oh, Multiwerkstatt. Was können wir denn noch wegschicken? Tamium brauchen wir nicht. Plutonium. Plutonium. Okay, den Rest kann man so lassen. Tamium, Plutonium hier unten, weil er ist wichtig. Kohlenstoff hier unten ist wichtig. Und den Rest, das ist ja alles zum Verkaufen. Zum Verkäufen. Was? Da hinten waren wir noch nicht. Die Basis haben wir noch nicht und da unser Raumschiff und hier ist noch ein Stein. Ja, ist ja nice. Wo ist der Stein? Stein schön. Iridium. Aluminium. Alter, was für ein Fetzen, du. Der hat mir doch gerade hier einen Stein angezeigt. Ich will ja nicht, ne? Ich will ja nur. Da nicht. Da nicht, da nicht, da nicht. Da unten. So. Autsch. Kiste, Gesundheit. Kommt gerade wie gerufen.
Du hast das Wirkenwort für Wächter kennengelernt. Hat eigentlich schon mal einer gehört, wie viele Worte man insgesamt lernen kann? Also ich bin bei über 200 mittlerweile schon. Boah. Plutonium brauchen wir jetzt erstmal nicht. Das Aluminium tät mich hier natürlich reizen. Silikat. Wie viel kriegen wir denn für Aluminium? Das ist wieder neutral. Was sagt denn unsere Anzeige? Ja, Aluminium, Aluminium. Hä? Ich habe Aluminium gesammelt, aber hab's nicht im Inventar. Achso, gibt nur eins, zwei, drei. Aluminium. 165 pro Einheit. So viel rauskriegen jetzt hier. Errungenschaft freigeschaltet. Symphonie für einen verirrten Reisenden. 40.000 Schritte zurückgelegt. Ein kleiner Schritt für einen Menschen, ein großer Schritt für die Menschheit. Kohlenstoff? Ein bisschen, ja. Auch nicht die Welt. Genau, die Bäume noch holen. Jetzt sind sie böse auf mich. Die sind böse auf mich. Nein, nein. Kann ich weg? Kann ich weglaufen vor denen? Kann ich weglaufen? Ja, kannst du. Aber am besten läufst du in der Höhle, wenn du eine hier hast. Was? Höhle. Ich habe hier eine Base. Scheiße. Wächtereinheit deaktiviert. Alles klar, dann bist du raus. Das waren aber zwei. Ja, das ist egal. Wenn deaktiviert steht, du hast ja oben diese Fahndungslevel ähnlich. Über deiner Waffe. Unter deiner Waffe, Entschuldigung. Okay. Da sind sie wieder. Tun dir aber so nichts, wenn die dich einmal aus dem Visier genommen haben, dann ist Ruhe. Brauchst keine Angst mehr haben. Alter, Stress. Ich hatte den platt machen, sowas. Den Baum anvisierte und die stand direkt dahinter. Das ist schlecht. Na ja, gut, wir sind nochmal mit dem blauen. Oh, was ist das da hinten? Das ist kein Iridium, oder? Kann man da ranzoomen? Können wir scannen? Müssen wir gleich mal gucken gehen. So, wir müssen ein bisschen aufladen hier. Das. Technologie aufgeladen. Und das Multiwerkzeug. Oh ja, da hat ja gar nichts mehr. Technologie aufgeladen. Okay. Mal sehen, ob wir jetzt weiter das Aluminium abbauen können hier. So, ein bisschen so. Ein bisschen antiktchen. Ah, da ist ein Baum drauf, das ist auch noch.
cool ist, wenn wir jetzt den Baum antitschen, dann sind die angepisst. Bei dem Aluminium sahen die jetzt nichts. Ja. Weil das sowas ähnliches sind wie Ranger. Ich habe eben nochmal drüber nachgedacht, klar. Die verteidigen alles, was biologisch ist. In dem Sinne. Pflanzen, Tiere. Das mögen die einfach nicht. Und die Kristalle. Also alles, was im Prinzip aus der Erde wächst. Was die Erze angeht, die neutral sind, das scheint irgendwo nicht wirklich zu interessieren. Wir haben jetzt den Baum kaputt gemacht. Sind jetzt eigentlich wieder um die Ecke geschissen gekommen. Oder auch nicht. Kann der durchaus passieren. Alter, das ist schon lieb. Ne, das habe ich doch eben erst abgebaut, oder? Das hat nicht eben erst abgebaut. Ja. Überhitzung. Nur mal erwähnen, dieser Planet macht mich fertig. Weil er so viel Vorkommen hat, oder was? Ja, das ist unfassbar. In jeder Ecke ist Emerit oder Kupfer oder hab keine Ahnung was. Ich bin gerade nur abbauen, mein Raumschiff steht irgendwo meilenweit entfernt. Da fliegt er, interessiert den nicht, dass das Aluminium war. Ne? Oh, wir da unten ist jetzt ein Gänseblümchen dazwischen, da machen wir uns die Hölle heiß. Oh. Technologie aufgeladen. Ich bin gespannt, wie viel Kohle wir kriegen für das ganze Aluminium. Jetzt sollten wir aber... Da ist nichts mehr. Gut, hat sich die Arbeit gelohnt. Aluminium. Was? 64 Aluminium nur gekriegt? Ist doch verbuggt, oder nicht? Nö. Alter, ist ja gar nix. Wie dass ich jetzt hier eine halbe Stunde rumgedümpelt hab. Das kommt auf den Planeten an. Ach, verdammt. Drecksvieh. So. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt. Ja. Hier ist irgendwas Böses in der Nähe.
erstmal hier ein bisschen scannen mal vor allen Dingen. Wir brauchen Kohlenstoff erstmal primär, sonst ist gleich Schicht am Schacht. So, was haben wir denn hier? Lebenserhaltungssystem, Energie, niedrig. Ziemlich riesengroße Base. Landet der hier? Er fliegt durch, oder? So. Mit Containern können wir nichts machen. Laufen einmal rum. Können wir irgendwas machen? Ja. Okay, da kann man so echt nur wissen du. Ein Atlas. Ne, ein Überbrückungsschiff. Okay, machen wir mal. Kann ich nicht machen, obwohl ich kein Überbrückungsschiff in der Tasche habe. Habe ich ins Raumschiff geschickt? Nö, auch nicht. Also manchmal verwirrt mich dieses Spiel. Aber nur manchmal. Was ist mit euch? Das hast du bereits entdeckt. Gut. Dann schauen wir mal, wo wir rein müssen. Hier müssen wir rein. Aber das machen wir dann erst in der nächsten Folge von No Man's Sky, weil wir sind schon bei 40 Minuten. Wir durften bis jetzt weiterspielen, ohne dass es uns rausgekickt hat. Ich hoffe, es bleibt dabei. Okay. Gut. Dann wünschen wir dir da draußen, der du diese Folge vielleicht zur Hälfte geschaut hast oder ganz geschaut hast, auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend und bis demnächst bei No Man's Sky hier auf Explorer LP. Bis dann, tschüss. Tschüss.